Moin, moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir haben... Ja. Ich habe Magic Finds Runs gemacht bei PT und einfach Akt 3 ein wenig. Und ist nicht so gut. Heute gehen wir in Akt 4 wieder und machen mein Lieblingsgebiet bis zu den Maps. So, wie ist es ein bisschen laggy gerade? Server spackst du herum? Zu viele Leute wieder. Ich habe einen neuen Essenz gefunden. Schauen wir gleich mal kurz an. Zuerst möchte ich hier noch kurz ein paar Sachen rausnehmen. Also. Hier rein. Da, da, da. Hier. Nein, hier. Das sind die hier. Glaube ich. Und genau hier. Weeping Essence of Rage. Plus 1 Level of Socket Fire Game. Ich müsste mehr finden, weil ich... Ja, nein, das sind 3er. Das ist gut. Haben wir irgendwo einen Stab? Kein weißer Stab. Ja, den hier, aber kaufen wir kurz einen. Na, das ist der Stärkehändler. Hier irgendwie etwas ganz Gutes. Dann lieber den A21er. Hä? Sage-Wand. See you. Und das ist der, oder? Fei Wiepen. Hm. Ja, ist gut eigentlich. Aber eben die falsche Sockel. Wieso habe ich es eigentlich gemacht? Ich habe ja die Brust mit einem Sockel mehr. Ich musste die Totems rausnehmen, weil die zu viel Stärke brauchen. So, jetzt machen wir aber die mal hier rein. Aha. So. Also, dann machen wir mal den raus, den raus. Den raus, den raus, den raus. Und hochstufen. Hoppla. Das ist immer so ein bisschen weg. Ja, jetzt ist alles besser. Hä? Hä, wieso bekomme ich 2? Ist noch schlechte HD. Okay. Hat sich irgendwie nicht so gelohnt. Ich kann noch nicht so ganz alles unterscheiden. So, und der hier, hier. Auf jeden Fall haben wir weniger, dann haben wir wahrscheinlich mehr größere. Ist ja eigentlich klar, oder? Condemned. Einfach hier. Und der Greed ist hier oben irgendwo noch. Ja. So haben wir wieder ein bisschen Ordnung. Auf jeden Fall habe ich noch so einen Strongbox gefunden, der mir Gems gegeben hat.
Hier hat er zum Beispiel ein Juwel noch ge. Also, ich glaube, auf dem Weg zu Petey in diesem Blutzeugs dort hat ein Gegner mir das gegeben. Wir haben aber keine Minen und Caspi, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich möchte noch Ding changen und ja, das tue ich dann später wieder sortieren. Okay. Okay, verstanden. Ich habe kein Glück. Einmal kurz schauen. 7 und 6. Das ist denn schon mehr? Ach, vergiss. Watch yourself. Wir gehen so schnell wie möglich nach oben und haben dann viel mehr Chancen auf Items und Mammoth. Okay. Ich gucke mal kurz noch in Akt 2. Da haben wir nämlich die Totenbeschwörerin noch nicht da. Was hast du so für Items? Ja, natürlich alles. Dexterity-Items. Oh, Blumen. Wollen wir uns Blumen kaufen? Und ein paar Fässchen. Boah, jetzt sind die teuer. Es ist zu teuer. Viel zu teuer. Schön. Also dann gehen wir runter. In dieses coole Gebiet. Scheinbar ist, wenn man die Maps noch nicht genug schnell machen kann, das ist das beste Gebiet zum Magic Fan. Aber wir haben so geile Sachen dann. Ah, ich freue mich so. Können so geil so ein Kartenlabyrinth machen. So. Schauen wir mal, hier gibt es Blutergegner. Die schießen Blut, so die ganz großen. Aber einfach nicht laufen, wenn sie euch getroffen haben. Wenn ihr halt Probleme habt mit dem Leben. Oh, schön. Da haben wir jemand. Wir haben einfach so viel Damage. Cool, wir können das Labyrinth direkt machen. Machen wir das Labyrinth an, hä? Im nächsten Part fangen wir an. Leider ist es, ja, sehr schmerzhaft, wenn wir verlieren, also sterben. Weil wir müssen dann alles wieder neu machen im Labyrinth. Da ist jetzt einer der Großen. Seht ihr, wir bluten durch die Geschosse. Schauen wir mal, Flammel über die klar mitnehmen. Und die hinterlassen immer ein paar Gegner noch. Kommt? Oder kommt ihr nicht? So, wir brauchen Resistenzen. Gehen wir nach oben, holen die paar Resistenzen, weiß nicht, 12. Und gehen danach. Schaden brauchen wir nicht. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wo wir dann hingehen im Tree. Aber schön, dass wir so hier leveln auch. Und Items kommen. Ah, schön. Ich liebe das Game schon wieder so. Ich hoffe natürlich auch. Also auf jeden Fall. Macht einfach Spaß, wenn man spielt. Da ist er ja schon. Der voll. Er hat ein paar Items gegeben. Also. Full Protection heißt eines. Wie viel Energy Shield ich habe.
257. Sunleffer. Schön, haben wir das Banner? Wir gehen jetzt weiter und ich mache dieses Gebiet nach dem Part noch ein paar Mal. Dass wir einfach noch die den bekommen, das Buch für das den nächsten Part. Das Kehl, wie es wieder gibt. Die Anblendung kann man nicht wegmachen. Immer hier noch kurz das Ding aufmachen, sonst könnt ihr hier nämlich nicht reden. So, und jetzt haben wir die Golems. Haha. Eigentlich den Feuergolem, aber der braucht Stür. Wir müssen Stür unbedingt haben. Also ein Chaos-Golem brauche ich dann noch. Hier. Soll ich den zuerst nehmen? Physical Damage Reduktion, das ist sehr wichtig. Heyo, den nehmen wir zuerst. Oh, bye bye. Haben wir wieder ein bisschen leiser. Musik nicht. So, wir müssen ein bisschen etwas hören. Ja, da können wir noch den Dialog ein bisschen höher schrauben. So, und der gibt mir uns jetzt die Quest für den Skillpunkt. Denke ich mal. Jetzt müssen wir oben rausgehen. Yes. Stir. Schon gut mit dem Kill, aber. Ja, good luck. Wir können ja immer wieder trinken. Wir sind doch Alkoholiker, Manetrank, Alkoholiker. Can we be of help? So, unbedingt hier Flammengolem nehmen. Take care. Und den einfach mal hier equippen. Der Chaos-Golem, ist der physisch oder ist der. Melee. Wo ist jetzt dieser Game? Der ist ja grün, schade. Machen wir ein bisschen Feuer-Damage. Ja, wir haben so blöde blaue. Können den fast nicht verstärken. Minion Life. So. Ah, Minion Speed zuerst. Den hier rein. So. Toll. Dann gehen wir raus. In die Minen. Schön, schön. Hallo. Ist hässlich, hä? Da gibt's recht coole Bosse. Gebietsbosse, ist echt cool. So, noch mehr Attack Speed für den Feuerball. Schaut euch mal, wie schnell wir sind. Das ist ja mal genial. So haben wir Attacks. Wir haben Geschossgeschwindigkeit. Weshalb? Oder meine ich das nur? Aua. Ja, das. Was? Ah, der macht alles. Der macht alles hoch. Damage hoch. Ja. Frechheit. Ja, das ist eine Frechheit. Wenn wir gefangen sind, können wir nichts machen. Absolut no-go. Toll, dass du so nicht flüssig läufst gerade. Ist wieder etwas Server überlassen. So eine Frechheit.
Show we did it. Ja, wir brauchen mehr Leben. Mehr Rüstung am besten. Da ist einer der. Das ist der Totem. Ist der Sander heißen? Das ist der Angriff. Ist nicht. Aber hohen Schwierigkeitsgrad nicht tödlich. Hm. Itemtechnisch noch nicht so gut hier in dieser Mine. Komm, drop mal etwas Anständiges. Ist hier Ende? Ja. Dann gehen wir zurück. Hier weiter. So viel. Zwei Richtungen. Ah, der Hilfe. Ah, gut. Was droppst du nichts? Nur diese weißen und blauen Items, die ich nicht brauche. So. Ja, eben in Akt 4 könnte man ein paar Mal sterben und so weiter. Ich bin ja eben ein Glass Cannon Spieler und es war schon ein relativer Profi, aber keiner, der unbedingt Hardcore spielen muss und so weiter. Da ist sie ja endlich! Katharina heißt sie. Gott, oh Gott. Gib mir mal eine Richtungsangabe. Müssen wir zurücklaufen wieder ständig. Hier müssen sie sowieso noch den die blaue Seele finden. Rapture Device. Nein, das ist Desert Spirit. Ja. Die schießt Äxte, die kleinen Dinosaurier. Das ist wirklich einer der besten Builds, die ich je gespielt habe. So. Hey. Alteration. Brauche ich doch nicht. Haben wir genug. Ich gehe wieder zurück. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Ich muss jetzt Dash Spirit. Ach komm. Ja, ja, wieder ein bisschen ein nervigeres Level. Aber nachher wird's cool. So sage ich jetzt noch nichts, aber es wird sehr cool. Für die Leute, die es noch nicht wissen, lieber nicht spoilern. Toll, ja, man wird gezwungen, dort weiterzugehen. Wir ganz weit zurücklaufen müssen. Ich noch. Normal, oder? Weg damit. Auch hier weg. Ha, hier ist der Spirit. Ah nein, das sind die. Okay. Das sind die zwei. Corrupt Monster. Noch mehr Corrupt Monster. Die machen, glaube ich, Giftschaden an uns. Eventuell ab und zu. Also, wir lassen das. Wir geben sowieso keine EP und Items. Gehen wir zurück mit denen. Schön langsam. Wir haben ja Zeit. Das Let's Play kann ja 100 Parts haben. Aber spannend ist es halt nicht so. Dann will ich so schnell wie möglich auch zu den Maps hoch.
Ich warte noch mit dem Livestream von Path of Exile. Macht euch bitte bemerkbar ein bisschen, wenn ihr es unbedingt wollt. Weil, jetzt mache ich nämlich andere Sachen als Path of Exile zu Livestream. Wenn ich dazu komme, endlich mal zu Livestream, hat immer wieder ein paar Sachen, die ich lieber nicht mich machen will und so weiter. Ganze Plugins noch runterladen. Oh. Gehen wir mal hier entlang. Hier ist gar nichts. So ein Schrott. Schade ist, erwischen Ratting. Ja, aber mach dir. Nicht Gegner herumwerfen. Aber was sind mit den Items los? Die haben doch Magic Feind. Weg damit. Ah, hier ist. Da ist doch etwas. Ja. Ist hier dieses. Komm bitte irgendwo hier. Ich höre etwas, das ist gut. Genau. Der Hammersturm ist hier, der macht recht viel Schaden mit Spectral Throw. Aber kein Problem. Ich krieg Mana. Schön. Ja, Schrott gedroppt. Okay, wir kurz zurück und bekommen den Skillpunkt. Oder mehrere? Zwei sogar? Zwei sogar? Ja, zwei sogar. Also hier. Und hier. Was? Geht nicht? Ah, zwei Respektpunkte. Und ein Skillpunkt. Hm. Fünf nur Resistenzen haben wir bekommen. Aber immerhin. Es ist wichtig. Path of Exile darf man nicht zu wenig Resistenzen haben. Dann gehen wir weiter. Ach, noch die Kiste kaputt. Schön. Was ist das? Quicksilver Flask. Okay. Das ist ein neues Symbol. Ja. Wir brauchen Fledermäuse. Bin ich müde. Zu viel Sport gemacht. So. Oh, Crystal Veins. So laut sein. Don't be frightened, little mountain. It'll all be over soon. Oh, eine Wand. Fließt ein bisschen viel Leben, wahrscheinlich vom Hammer. Gegner. Da noch töten. Ja, schön. Oh. Ich mag so viel Damage zu machen. Hm. Diese Abzweigung. Hallo. Habe ich Regnum aufgenommen und habe zu wenig Action gehabt und jetzt bekomme ich die Action nicht. Oh, ein Nebelsorb, schön.
Ah, wir bekommen bald greater multiple projectiles. Schön, da können wir noch mehr AOE-Schaden machen. Ja, was ist denn das für ein nicht lohnenswertes Strongboxy? Ah, da ist der mein Lieblingsgegner. Er leuchtet so schön. Wow. Boom. Also, immer weggehen, wenn er stirbt. Was ist das für ein Zauber eigentlich? Explosion Arrow. dieser, wie heißt der? Mit D in irgendwas. Nicht Desecrate, das ist ja der Grund. Desecrate Ground. Oh, diesen Zauber habe ich schon lange nicht mehr gesehen, außer bei den Gegnern. Mir fällt's gerade nicht ein. Lassen wir die Drachen ein bisschen fliegen. Zum Sieg, wir haben es erreicht. Okay, unten kurz schauen. Ja, genau, das wusste ich. Kommt er noch? Ja, ja. Nett. Ach, ist das doch nicht nett, oder? Dann haben wir dreimal ihn im Part. Ja, was hast du? Oh je. Wird es da genau kein Fan können. Wollte ich dich noch heilen, ne? Bist bald stärker als die anderen. Boah, der war bei mir immer weit hinten. Okay, der Ninja war am weitesten hinten. Von dem Level her. Der Waypoint. Und hier haben wir jetzt die Auswahl zwischen Reich des Korms und Reich des Deressos. Und der Korm ist der bessere Gegner, ab das blödere Reich. Und hier ist das bessere, die bessere Gegner, das bessere Reich, ab der schlechtere Boss. Nervigere Boss vor allem, weiß ich ihn wieder halt. Und hier ist mein Lieblingsgebiet vom Aussehen her. Das noch nicht, aber später. Weil es eine Gladiatoren-Arena ist. Hier ist so das Lamm-Gladiatoren-Arena-Zeugs da. Was sagt man dem? Favelas. Nicht ganz, aber fast. Heutzutage ist es ein Panelas so. Favelas. Ja. Viele, ja, viele Gegner. Kein Mana und, weiter geht's. Und hopp, 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 hopp. Spam, 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 spam. Was ist denn das? Da ist nix. Oh, das sind die zwei Gegner. Bosse von diesem Gebiet. Ist der andere? Da. Was sind denn das für Totems? Vor allem weiß ich, wieso sind sie grün? Ach, schön. So, Stärke. Kurz zum Lager gehen. Und die Totems reinnehmen wieder.
Muss ich gut schauen. Da. Ja, nehmen wir für den Decoy-Toten wieder rein. Sudele. Hier mal kurz. Auch gut. Orb of Change. Mann, was ist denn los, blöde Orb of Change? Nett. Spell, viel Spell Damage. Instant Recovery Tea. Das ist halt auch wieder so einer, der wenig Leben gibt, aber dafür ganz sofort Heid. Auf jeden Fall, tun wir den hier aufbewahren. Den hier. Den verkaufen. Sodele und, ich wollte noch die. Okay. Da, genau. Properties reinmachen. Also dann haben wir, das alte war Wahlfallen in einem Wahlding wahrscheinlich. Ein Armor. Oh, also ein Armor Piece, Quality für ein Armor Piece mit einem Armor Scrap. Ein Vor ist wahrscheinlich ein Anführer mit einem Tormented Bild. Okay, müssen wir das Bild danach töten. Also, wir tun mal kurz ein Armor Scrap auf die Rüstung, ne? Boom. Gut, dann haben wir es. Und dann gehen wir noch kurz zum Waypoint. Ja, machen wir ein bisschen längerer Part. Hey, geht's noch? Was macht Aua? Ein Rage. Ja, das ist wieder der. Cool. Naja, lassen wir den im Winter. Können ihn verkaufen. Also den mal stoppen. Die Anzeige nervt mir einfach zu fest. Ich stoppe immer die Items, die Gems, die ich nicht auflevel. Ja, was ist mit dem los? Noch blaue Gegner. Jetzt machen wir irgendwie, weiß nicht, wie viel mehr Damage durch den Feuergolem. Das ist nett. Eine goldene Mask. Schauen wir mal, 15 Increased Damage, also 15%. Auf Level 20 glaube ich dann 30% auf jeden Fall. Viel mehr. Schön, schön. Nein, falscher Knopf. Da nach links. So. Und jetzt kommt endlich dieser Boss, der coole. Ich mag den irgendwie. Der hat mich schon ein paar Mal kreuzweise irgendwo in den Boden gerammt. Gift. Da ist er. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ja, solange er diese Zyklon einsetzt, ist er eigentlich nicht so das Problem. Wenn er diesen Angriff einsetzt, Sander mit einem Skin.
tot ist er. Die Gegner wieder eng umkreis. Diese Adler kennt ihr noch vom ersten Gebiet dieses Aktes. Vor einem Part. So. Daressa, du bist ein bisschen kurios. Du bist ein Spanier. Und wir sind in der großen Arena. Müssen hier noch ein paar Mal gegen Gladiatoren kämpfen und dann können wir ihn besiegen, diesen Engel. Der erwähnt nicht wie ein Engel kämpft. So. Schön, schön. Haben wir ein Achievement wieder bekommen. Ist ein Teil eines Achievements und. Ja. Können hier, glaube ich, nichts machen. Also, da werde ich das noch aufschieben mit dem Labyrinth. Aber für euch kommt zum nächsten Part. Ich habe genug Parts aufgenommen im Voraus. Und schlaf mal richtig, damit ich gut konzentriert bin. Weil es gibt tödliche Fallen dort, es gibt Gegner, die ich one-hitten, es gibt schon richtige Gefahren. Zwar auf normal noch nicht, aber wir sind auch noch sehr schlecht equipped. Ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen dieses dieses Partes. Aber eben, das Let's Play geht weiter und ich habe auf jeden Fall verdient, es mal ein bisschen ausruhen zu können. So, ja. Mich ein bisschen zu erholen, oder? Ja, tschüss. Dankeschön fürs Schauen. Ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele und Let's Play jetzt. Tschüss. Lol. Komisches Genie.